Also, vom Magen. Achso. Oh, schöner Ziel. Jawoll! Nice Dodge. Nice ausgenommen. Ja, gut. Hallöchen gesagt. Und ab auf der See. Und Sven ist wieder mit dabei. Ich bin dabei. Und World of Warships so oder so. Und endlich wieder mit dicken Schiffen hier. Dicken, fetten Kalibern. Deutsche Schlachtschiffe. Und die letzten Runden hier mit den Russen da uns ein bisschen abgekämpft. Und natürlich auch diesen blöden Scheiß britischen Kreuzer. Und weil das so langweilig ist für uns, für euch, werden wir dann sehen, wenn wir die Kommentare lesen. Das ist Kackfahrerschiffe Tier 2. Haut mal was anderes raus. Ja, das ist das Problem. Wir geben halt kein Geld aus für dieses Spiel. Also wir kaufen uns keine High-Tier-Schiffe und spielen uns das alles. Deswegen Schiffe Stufe 7, 8, 9, 10 werdet ihr hier auf lange Sicht wahrscheinlich nicht sehen, ne? Muss man halt so sagen. Es sei denn, ihr wollt uns welche spenden, dann. Also ich würde es auf alle Fälle mal ausprobieren, die höher gestellten Schiffe. Okay, richtig, wir können jetzt ein bisschen battlen. Wollt ihr höherstufige Schiffe bei uns sehen, dann spendet. Da freuen wir uns sehr und dann gegnerische spielen wir damit auch, klar. Nehmen das auf. Was? Oh, eine Ohama hat mich jetzt schon entdeckt, ey. Ihr werdet namentlich auch mehrmals handeln. vielleicht. Schießen die alle auf mich? Hab ich den erlaubt? Und wir werden vielleicht mal probieren, nicht so unsere volle Breitseite zu zeigen. Vielleicht kriegen wir das ja mal hin. So, jetzt müssen wir es wieder nachmachen. Oh oh, Sven, ich sehe da Flugzeuge kommen. Die Flugzeuge sind nicht unsere besten Freunde. Ich weiß auch nicht, wie unsere Luftabwehr aussieht. Die kommen vor allem so direkt auf uns zu. Ist aber weit gestreut. Ena gefressen, Ena ist abgesoffen. Na komm, noch mehr. Mann, warum denn immer ich? Und bei mir ist er vorbei. Schon wieder Ena abgesoffen? Ja. Also bei beiden Angriffen ist jeweils einer abgesoffen und einer hat mich voll erwischt. Hinten am Heck sind sie durchgegangen, quasi. Vorne am... Ja, das kann sein, weil die japanischen haben nicht so einen krassen Tiefgang. Hm. Am Bug haben sie mich leider noch erwischt. Ach, jetzt dreh doch nicht ab. Drei Treffer. Oh, das ist eine Insel. In die japanischen haben nicht so einen krassen Tiefgang. Mit was für Schiffen spielen wir eigentlich gerade? Oh, Entschuldigung. Fällt mir jetzt immer so auf. Ey, was hat er gerade gesagt? Good made in old Germany. Die Creme ist relativ lange, muss ich sagen. Kann man nicht mehr reparieren und könnte da in einer Sekunde hier. Also hätte ich dann eine Millisekunde gewartet, hätte gesehen, okay, die fährt wirklich direkt gegen die Insel gegen. Ah, jetzt hat das wieder voll verschenkt, meine Schüsse. Ja, da ist aber dann doch mal Vorteil, wenn man manchmal nur Einzelschüsse schießt. Dann kann man seine... Kann man es mal ein bisschen korrigieren. Ich schieße einfach mal auf... Die Front. Ah ja, war okay. Besser sein können. So, und ich versuche jetzt so, wie es geschrieben wurde, nicht die komplette Breitseite hinzuhalten. Um natürlich weniger Angriffsfläche zu bieten.
Und werde mich auch erstmal um den Kreuzer da kümmern. Ich kann mich davon einbauen, weg muss vom. Ach! Na doch, sieht doch, könnte doch was werden. Naja, ja. Zumindest ein Treffer noch gelandet. Gut ist irgendwie, wenn man stehen bleibt, wird man auch nicht getroffen. Ah. Habe ich gerade das Gefühl, also ich fahre hier gerade ganz langsam. Die Paradox. Das funktioniert doch. Ja. Unwritten Rules of World of Warships. So ist es. Ich habe auch gelesen, bei dem, der eine hat geschrieben in der Community, er findet halt diese Battles über lange Distanzen echt langweilig. Was ich auch verstehen kann. Kann ich verstehen, aber das Spiel ist leider so ausgelegt, also was soll ich. Ja. Also, ich habe auch gleichermaßen geschrieben, ja, also ich finde halt auch, dass natürlich die Schlachtschiffe gerade die Tanks ja eigentlich sein sollten, die halt mal wirklich ein paar Schüsse auf sich nehmen, damit die Zerstörer dementsprechend halt auch vorne mitfahren können und ihrem Namen aller Ehre werden. Wenn ihr das natürlich jetzt anders seht, gerne mal in die Kommentare reinschreiben. What to lose our carries. Carriers, naja, was soll ich machen? Hat genau anscheinend nicht aufgepasst, was da los ist. Ja, ein Schwert an uns jetzt, ne? Warum haben die nicht darauf aufgepasst, dass unsere Zeugdringer? Ja. Kritik an unserem Namen wird nicht entwöhnt. Ey. Ja, echt mal. Report. Die hätten ja auch mit uns fahren können, das verstehe ich halt auch immer nicht. Warum campen die sich einfach nur irgendwo hin und sagen. Blablabla. Die hätten auch derzeit mit uns fahren können. Wären die schön hinter der Flotte gewesen. Also bei Flugzeugträgern habe ich keine Ahnung, wie man die spielt. Ich habe es einmal gemacht. Ja, nee, zweimal, aber. Was ich jetzt mir mal nicht. Ja, ist uns noch nicht so schlüssig. Aber wir haben ja selbst die Sache zeigen, die nicht so weit ist. Dann reicht es. Wir machen es halt einfach, weil es Spaß macht. Weil wir halt das Szenario gut finden. Nicht, weil wir davon Ahnung haben. Also, von Ahnung? Achso. Oh, schöner Titel. Jawoll! Nice Dodge. Eigen rausgenommen. Der war gut. Hab ich schön vorgelegt mit dem Zitadellentreffer. Genau, die Zitadelle getroffen und war dann erst. Doppelter Zitadellentreffer, ne? Jetzt kommt der wieder. Nee, das war nur der einfache. Ja. Ja, komm, ey, wir sind hier. Mich würde auch mal interessieren, ob das. Ja. Entschuldigung, fall die ganze Zeit ins Wort, jetzt darfst du. Nee, ich hab jetzt bin ich auch fertig, Sven. Ich würde irgendwas interessieren. Ja, ne, wir haben auch, oder ich habe ja mich so gelesen und habe halt in der einen Gruppe ja was reingeschrieben und habe dann auch gelesen, dass viele halt geschrieben haben, ja, hier, vierfacher Zitadellentreffer. Und ich sage, okay, wir spielen ja nicht wenig, sage ich jetzt mal, ne. Es gibt bestimmt welche, die spielen häufiger. Hey. Aber dennoch würde ich sagen, einer ist unten durch und einer ist daneben. Kann es sein, dass das durch den Patch irgendwie geändert wurde? Also ich habe jetzt sehr oft gesehen, dass er nicht so viel das daneben geht. Oder was heißt das? Vielleicht ist das Flugzeug halt auch dementsprechend. Also vielleicht sind die Torpedos halt so schwer. Ja, aber eigentlich habe ich mal gesehen, die schmeißen dieselben Torpedos ab wie. Das kann ich dir wirklich gerade nicht sagen. Wir probieren es mal. Wir sollten vielleicht wieder ein bisschen mehr in die Mitte rein. Ja. Keine Reichweite findest hier. Ja, das Problem habe ich zeitweise auch. Ich werde auch mein Turm mal drehen.
und nicht die volle Breitseite ihm anbieten. Nur ein bisschen. Hey, ich bin auch offen, was zu lernen. Jetzt muss ich natürlich, hätte ich nur besser mal vorhalten sollen. Hätte ich vielleicht mit diesem Dreierschuss auch gut was lernen können. Beziehungsweise sollte da vorne doch eigentlich auch gleich ein Schlachtschiff rumkommen. Ja. Aber wir drehen ja eh weiter. Also ich drehe komplett auf Backbord. Ja. Jetzt ist da ein Turm. Das können wir nochmal verkraften. Jetzt brenne ich. Was ist da los? Ich werde mich mal erstmal um die kleineren Schiffe hier so kümmern. Ich kümmere mich nur um die Großen. Alles klar. Aber ey, das überlegen wir nochmal. Oh, 108! 108. Na los dann. Ja, wir schießen anders schon drauf. Ah, okay. Das war jetzt ein bisschen fies, muss ich sagen. 108 ist echt bitter. Das ist ein Miyugi, der hat noch keiner drauf geschossen. Der GS. Ja, der GS, du darfst der Erste sein. Zeig, was du kannst. Herzlich willkommen auf dem Schlachtfeld, sag ich. Genau. Schick mal ein paar Geschenke von uns. Echt? Hier Volltreffer. Ja, beschießt auch gerade mich so ganz schön. Ich nehme mir den nächsten raus. Gegnerischer Kreuzer versenkt. Ja, nächste volle Breitseite werfen die mir. 8000. Wird jetzt richtig schön zelebriert. Jeder Treffer, jede Punkt da hier. Jeder Treffer. 8000, 10.000. Das wird jetzt alles richtig schön hier. Boah, Alter. Jetzt hat aber auch nochmal einen 7000er gefressen. Zelebriert ihr mal bitte auch. Und die nächste Breitseite. Und. Ja, ich mach wieder nur 1600. Nee, 8000, ja. Wäre ja auch Schwachsinn, wenn ich mehr Schaden machen würde. Oh, jetzt hat sie sich hinter der Insel hier retten, das ist schwer, ja. Ich muss halt aufpassen, weil vor mir ist gerade die ganze Zeit ein Zerstörer. So. Die betteln sich irgendwie da gegenseitig mit Torpedos. Wobei, geil, das ist raus. Ich stehe jetzt noch Strong oder hinten, weil die anderen sehe ich ja hier nicht mehr. Und das ist gut, ich sehe sie gleich wieder. Scheiße. Zack, voll die 800. Voll die 800, so jetzt hier Leute, Miyugi. Ja, und wieder knapp Gnade, drüber, ein bisschen Gnade, zu hoch. Ah, jetzt schneller, ihr Pussis. Alter, 7000 nochmal. Be patient. Jetzt muss ich Vulkan. Ich biete auch schon wieder die volle Breitseite, aber ich fahre halt gerade so. Kann ich schießen, ich bin selber in der Linse. Ich scheiße gerade. Aber ich muss hier geduldig sein. Und ich hab nochmal 9500 gemacht. Jetzt geht's los. Feuer frei. Und. Oh, 6800. Feuer frei und. Ein Anrad so raus, genau. Ah. Tja. 6800, ey. Oh nee, ich krieg Torpedos auf dem Bett versenken. Na klar, ey. Oh. Bist du raus? Nee. 2000 habe ich noch. Das Problem ist, ich habe schon komplett hochgehalten, weil ich ja vorhin schon mal. Ach, da kommen die nächsten. Ach so. Warum immer ich? Nimm doch den Hannes. Nein! Du, lass das sein! Ich verbrenne sogar noch vorher. Wie bitter ist das denn?
Unten von den Torpedos einschlagen, mich verbrannt. Ja. Was ist denn bitte? 66.000 Schaden verteilt in der Runde hier. Der war schlecht von mir. Ja. Ach Mann. Ja, gut, aber trotz allem, mit den Schlachtschiffen habe ich das Gefühl, teilen wir mehr aus, spielt sich irgendwie besser. Weiß ich nicht. Wenn sie bloß manövrierfähiger wären, ja. Ja, will ich nochmal eine Beschwerde an Wargaming raushauen? Ach nee, vom Balancing her geht's ja eigentlich. Also, ja, es gibt immer irgendwas, womit man nicht zufrieden ist, aber. Ja, ist auch ganz unabhängig letztendlich, mit was für Teammates man auch spielt. Ja. Halt, eben kurz vorm Gewinnen, weil der jetzt da leider rausgenommen wurde. Ja, ich bin ja auch nicht mehr weit weg davon. Ja. Hier nochmal hochheilen, dann hast du halt schon hinter dir, oder? 3 Sekunden habe ich jetzt wieder. Jetzt. Mein letztes Mal. Das letzte Mal. Verteidigst du dich überhaupt noch? Du schießt überhaupt nicht mehr. Ja, ich muss auch nachladen. Entschuldigung. Haben wir Matrose anstellen. Ja, und dann treffe ich auch noch schlecht. Dann kommt noch hinzu. Ja, dann geht's noch nicht. Da hinten die Omaha. Das kann alle ganz schön knapp werden. Hier raus nimmst du die Omaha, das wäre geil. Ich probiert. Punktemäßig ist noch nicht unmöglich, aber das musste man richtig. Das war's. Jawohl, da hat ein anderer getroffen. Jawohl, die Furutaka macht das auch. Schön, jetzt musst du überleben. Das ist punktemäßig echt eng. Mhm. Ah, die scheiß Kongo, verfolgt. Die Kongo ist halt schneller als ich, ne? Schieß sie ab. Schieß sie Ruder ab im Motor, weiß ich nicht. Die steht aber auch gerade. Dinge! Der Delta einfach doppelt, dreifach, vierfach. Dreifach, vierfach. Oh, 229. Ja, ich darf irgendwie, mal vorsehen. Irgendwie sieht es so aus, als wenn. Du triffst mich nicht! Verdammt! Sieht es so aus, als wenn die Kongo sich nicht mehr bewegen könnte. Als wenn die aufgelaufen ist auf Riff. Auf Nemo ist aufgelaufen. Ach man, toll. Ja, gerade würden wir es auf Punkte hin verlieren. Ja, schade. Naja, gut. Ist halt so. Das ist halt so. Trotzdem, es war eigentlich sehr amüsant. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht und wir sagen bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss für heute und bis zum nächsten Mal. Ciao.